Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear Multiplayer Coop Dings. Watch out for the fucking trees, you motherfucker. Oh. Wow! Hey! Danke, danke, tschüss, ich möchte bitte zurück. We don't need to go back. Ich bin fast tot. Ich hab noch halb der Leben, ja, das fängt schon mal super an. Echt hammermäßig, unglaublich. Ja. Wir haben aber jetzt keine Waffen mehr. Und ja. Wir haben auch eine neue Aufnahmesession gestartet. Gerade. Ja. Es ist gerade mitten am Tag, das heißt. Dein Timer läuft? Ja, mein Timer läuft. Und das war es jetzt. Es ist draußen windig und regnerisch. Für mich ist es trotzdem noch. Ich habe 14 HP, die Viecher töten mich. Hier ist eine Tür. Ich habe eine Tür gefunden. Willst du ja wirklich durch? Fuck! Verdammte Scheiße. Das fängt schon mal gut an. Hier ist nichts. Ich bin ein bisschen vom PC zurückgesprungen. Sie sieht so ein bisschen scheiße aus. Ja, doch. Außerdem buggt das Licht bei mir rum. Ja, bei mir auch. Ich versuche die gerade anzugucken. Ich bin gleich tot. Ah! Wo bist du? Bin weitergegangen. Lass sie mal schon ein. Das ist richtig nervig, dass sie Schaden machen, Alter. Ich höre da was. Atmen. Da kommt eine Frau. Fuck. Ich bin schon mal hinüber. Ich auch gleich 4 HP. Oh, geil. Ja, super. Ja, das fängt super an. Man kann sich keine Waffen cheaten, richtig fair. Wird wieder zum Rage-Titel gerade. Denk dran, da kommt jetzt gleich schon eine. Ja, Vorsicht, da ist sie. Wieso geht die auf mich? Ich hab nicht darum gebeten, die einfach so viel. Ach, ich hab nicht mehr Morphium oder so eine Scheiße. Wo bist denn du jetzt? Bin durchgerannt, weil ich keinen Bock auf die Viecher hab. Müssen die eigentlich so ins Ohr schreien, diese Wichser? Einfach ein bisschen schneller durchlaufen. Okay. Hier kommt gleich die eine Schlampe. Bist du da? Ja. Eben auch nicht. Au! Sie hat dich getroffen, oder? Ja, die hat mir wehgetan. Da ist sie. Alter, da kommen 3 Stück! What the f... Ja, genau! Da könnte ich loslaufen. Das klingt nicht doch! Fick dich doch so hart, ich bin im Arsch. In meinem Kopf. In meinem Körper auch. Ich auch. Fuck. Ja, genau. Komm, wir stoppen mal kurz, bis wir die geschafft haben, okay? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück. Ihr seht schon, Kirschi ist richtig gut bei Gesundheit. Ja. Wir haben noch keine Waffen. Wir sind jetzt ein Level weiter. Wir sind einfach durchgelaufen. Ja, beziehungsweise es gab keine andere Möglichkeit. Ich bin gestorben. Ja, er ist etwas verstorben. Den, ja. Und jetzt haben wir diese... Ah, na, hallo. Hurensohn. Wir haben sie ja irgendwie Golem hast genannt. Du sie genannt. Ja, aber irgendwer hat mir als Kommentar geschrieben, dass es keine Golems sind, sondern irgendwas anderes. Och nein! Ach komm. Ja, okay. Tschüss. Danke. Bist du tot? Ah, was bist du denn? Scheiße, Alter! Scheiße! Was? Ah, halb Golem, Vorsicht, was zum Teufel? Ich bin tot, hier waren 2 Golems. Ah, Simon! Das ist echt unfair. Vor mir und schießt mir in die Fresse, Mann. Wir haben keine Waffen. Wir haben nichts. Einen Scheißdreck haben wir. Können wir Simon einfach ignorieren? Komm, bitte mal versuchen. Ich stehe hier nur gerade so rum, weil ich noch aufrauche. Ich hab mir vorhin einen angezündet. Ah, hi, tschüss. Nee, ich glaube, ich lasse es nur rumstehen jetzt mal. Da drin waren aber Waffen. Da war auch die Viecher rumheulen. Ah, help. Ah, Golem. Ah, noch ein Golem. Au. Ja, ich bin neben dir praktisch. Ich versuche gerade was anderes. Da ist nämlich ein Haus, wo man einfach durchgehen kann. Du schaffst das, ich glaube an dich. The door won't budge. Fick dich. Oder halt doch nicht. Schade. Was geht hier aber weiter? Okay. Ich will aber nicht ohne dich weitergehen. Mach. Du respawnst doch einfach gleich, ne? Ja. Gut, lauf hinter das andere Haus, da ist ein Fenster mit Brücke. Okay. Kannst einfach reinspringen. Musst du die Viecher vielleicht vorher noch mal ablenken. Ja, muss ich erstmal gucken, dass ich respawne. Bin gespawnt. Ja. What? Nee, sorry, ich dachte, ich hätte eine Waffe. Ah! Ich dachte, ich hätte eine Waffe. Und dann so, nee, Branch. Hallo! Ducken!
Ja, das versuche ich gerade. Hopp, 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 hopp! Lenk sie ab, lenk sie ab. Ich weiß nicht, wo die sind, ich habe Angst. Die sind bei mir. Ich will nicht sterben, nicht schon wieder. Ah, die kommen von beiden Seiten. Am Arsch sind die in ihrer Kopf. Also der eine steht da nur. Du solltest hier einfach gleich hochkriechen, kriechend hoch, kriechend hoch. Komm, 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 komm. Los! Ja, geht doch. Jetzt können wir hier lang weiter. Ja. Und weiter als hier war ich noch nicht. Pass auf. Okay. Ich wette, hier sind gleich irgendwelche gruseligen Sachen in dem Raum zum Beispiel. Ja. Ja, Hammer, Mann. Ah. Frankie the Hammer. Stop. Hammer time. Hammer time. Ja, wir haben die Hammer time gerade beseitigt hier, ne? Jetzt nicht mehr. Ganz woanders weiter tanzen. Wieso schlägst du unseren Schutz ein? Wir sehen, ob der kaputt geht, weil hier, denke ich mal. Jetzt weiter. Wir mussten Simon nicht besiegen, wir mussten die Golems nicht besiegen. Was ist das für ein Spiel? Ja. Sorry, aber wir haben halt wirklich keine Waffen, das ist nicht machbar. Hast du überhaupt den Timer eigentlich schon laufen? Ja, klar. 8 Minuten. Gut, noch. Gut. Also 9 Minuten noch praktisch. Okay, guck mal, hier waren wir doch auch schon. Auch nur Branches? Ja, hörst du den Kettensägen, Mann? Hörst du den Kettensägen, Mann? Ja, nein, ich bin jetzt mal. Tschüss. Weißt du, und sowas ohne Waffen? Bin gar nicht da. Ich glaube auch nicht, dass wir so behindert sind und die Waffen übersehen haben. Ach, wer weiß. Wir hatten jetzt eine Aufnahmepause zwischen den ersten 9 Parts und der Aufnahmesession jetzt. Vielleicht sind wir inzwischen dumm geworden. Das kann schon passieren. Och nein. Och Gott, tot. Das ist ein Endgegner. Sauber. Tschüss. Lauf mal weiter. Er läuft hinter dir. Alter, ich meine, der macht ja, der macht, wenn du Simon spielst, macht er auch nicht One-Hit, Alter. Ich kann nicht laufen. Ich hab Angst. Also nur mal so als Fun-Fact, der macht normalerweise keinen One-Hit. Der steht direkt hinter mir und versucht mich zu Kettensägen. Zu Kettensägen, also überleb einfach noch ein paar Sekunden und dann lebe ich wieder. Ja, ich versuch's. Ich hab ne Shotgun! Ich komme. Mach ihn kalt. Mach ihn kalt. Er ist hinter mir, glaube ich. Ich schieß daneben. Ich hab Akku, oder? Ja. Wieso werde ich zu so einer Pussy bei diesem Spiel? Ich hab doch nur eine Pistole. Ja, die Shotgun ist schon leer. Ich hab keine Munition mehr. Warte. Kannst du einfach so weiter vor ihm weglaufen? Kannst du einfach so weiter vor ihm weglaufen? Ja. Ja, ich hab mich töten lassen, ich hab mir eine neue Waffe. Wieso schreit der so? Wieso hast du nochmal die Respawn-Zeit auf 30 Sekunden gestellt und nicht auf 2? Weil wiederbeleben und so. Ja, aber dann haben wir keine Munition mehr. Also ich glaube, sterben ist ja immer besser. Ja. Siehst du? Ich höre ihn direkt hinter mir. Direkt! Er ist auch die ganze Zeit direkt hinter dir. Hm? Sterben ist nur nicht besser, wenn der eine gute Waffe hat. Ja. Lebe wieder. Ja. Ja, danke. Hau! Weißt du, es laggt trotz meinem relativ guten Internet momentan, laggt es. Er liegt am Spiel. Hab ihn getroffen. Er liegt direkt, er ist direkt hinter mir, ich höre ihn. Ich drehe mich auch nicht um, weil sonst... Würde ich auch nicht machen, er ist direkt hinter dir, ich auch. Ich renne euch beiden jetzt hinterher. Ah, triff den mal, das ist gar nicht so einfach. Glaub keine ich Munition dir mehr. Ich muss ihn jetzt schlagen. Aber ist gut, dass wir eine Taktik gefunden haben, wie man den Wichser kaputt kriegt. Ja. Ich schlag jetzt auf ihn mit dem Branch ein. Okay. Und nicht, dass du eine Antwort ziehst. Ich muss ja eh dann wieder sterben. Naja, stimmt. Ich laufe nur durch den Wald. Da ist gar nichts hinter mir. Es ist alles in Ordnung. Oh, Gott. Alter, wie mies das wäre, wenn einfach so ein Kettensägen-Typ hinter einem im Wald herläuft. Übrigens, ein normaler Wald sieht nicht so aus. Ich war gestern mitten in der Nacht im Wald. Wie hast du es überlebt? Ich war ja nicht alleine und außerdem war es lustig. Okay. Der Typ ist da wahrscheinlich auch aufgetaucht. Du hast ihm dann einfach eine Flasche ins Gesicht geschlagen oder so. Nein, der Typ wäre ja ich. Oh. Weil ich ja der Kettensägenmann bin. Ja, stimmt. Nee, sorry. Ich bin mit einer guten Freundin von mir im Wald gewesen, weil sie Erzieherin lernt. Hallo übrigens. Und ja, sie den Kindern den Wald erklären soll. Oh Gott!
Er ist fast tot. Ja, ich hab, aber warte. Ich schlag ihn tot. Ich lass mich nochmal schnell von ihm töten. Lauf weg. Also lauf weiter vor ihm weg. Oder bleib einfach stehen da, wo du bist. Bleib einfach stehen. Er kommt gerade nicht. Dann respawn ich mit neuen Waffen, erschieß ihn, dann habe ich wenigstens ein bisschen Munition. Mhm. Lass du dich okay. Vorher am besten nochmal töten. Ja, wenn ich wieder lebe. Ja, klar. Das log ich. Boah, die Kettensäge ist so laut, ne? Mhm. Vor allen Dingen, wenn du sie die ganze Zeit hinter dir hörst, wie die schwingt. Ich habe sie direkt vor mir. So Millimeter. Ja, gut, aber du bist tot. Ja, es ist saumäßig laut. Ja. Und das macht relativ Angst. So, Moment. Angst. Donne, kein guter Zeitpunkt, mir jetzt in die Fresse zu scheinen. Geh wieder weg. Ich spiele hier ein Horrorspiel. Ich will Atmosphäre. Wo ist denn der Wichser? Keine Ahnung. Da ist er. Ich lock ihn an, dass er mich tötet. Nein. Okay, lock ihn an. Ich habe ihn. Soll ich mich auch töten lassen? Ja. Okay. Dann töte mich mal. Au. Instakill. Er ist tot. So, jetzt muss ich nur noch respawnen, dann habe ich auch Waffen. Das war meine Schale. Fuck. kurze Aufnahmeunterbrechung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt erstmal die Scherben weggeräumt. Bin mit Shotgun und Glock respawned. Ich habe 3 Schuss von der Glock schon verschossen. In den Typen halt rein. Peng, voll in die Fresse. 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 Bist du das da hinten? Was? Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Oh. Das ist, glaube ich, das Haus, wo wir herkommen. Ich habe Angst. Ja. Die Taschenlampen sind richtig gut, besser als die ich gestern im Wald hatte auf jeden Fall. Was denn? Ja, hier ist eine Steinwand, die sehr eckig ist. Ja. Ich tippe irgendwie darauf, dass es keine Mauer sein soll, sondern eigentlich irgendwie ein Bergmassiv. Oh, er hat massiv gesagt. Wer weiß. Oh, massiv. Oh. Hier ist ein Weg. Da ist eine Tür. Ey, ich hab den Typen besiegt, du gehst zuerst durch die Tür. Okay. Hab die Schocken gezogen. Maprange. Ah ja. Und direkt wieder gruseliges Ambience. Ja, das kommt immer gut. Das ist die Map, in der wir schon waren. Hier ist nichts. Also wir haben ja eben... Nichts? Fisch. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab auch keine mehr. Hab ich ein bisschen anders in Erinnerung, aber okay. Ja. Wir mussten ja schon ein bisschen die Maps durchprobieren. Ja, weil wir erstmal die Map wieder finden mussten, bei der wir waren. Ja, genau. Und da geht natürlich, der Ersteller des Spiels hat es natürlich nicht chronologisch von Forest 1 zu Forest 9 gemacht, sondern umgekehrt. Weil das Ganze ja eigentlich Simon durchspielt und die Maps einfach sozusagen umgedreht sind, glaube ich. Wobei ich mich an keinen dieser Wälder aus dem normalen Cry of 4 erinnern kann. Das ist auch eine Action-Kampagne, ich denke mal, die hat schon einen Grund. Was? Doch, hieran kann ich mich erinnern. Oh, hier ist Gronkh auch durchgelaufen. Ja, hi. Einfach Map-Ende. Ja, die Stadt sieht schön aus. Ja, schon. Die Stadt müssen wir wahrscheinlich noch komplett durchspielen, wenn das genau so ist wie das normale Spiel. Ich habe ungewollt ein bisschen weiter vorne gestartet gehabt beim ersten Versuch. Da war ich woanders, wo, weißt du? Da warst du wo schon gestartet oder was? Ja, da war ich irgendwo in der U-Bahn. Okay. Helikopter, nicht jetzt! Schlechter Zeitpunkt. Wir haben noch eine Minute. Okay. Neue Munition wäre toll. Ja, doch schon, ja. Hast recht. Klar, switch wieder auf die Remington, die leer ist. Danke. Ah, ich hab... Ja, hier ist der Baum, den ich nicht hochgehen kann. Kannst du den Baum hochgehen? Ich glaube, das Problem hatte ich mit Freddy auch. War irgendwie mit Crouch, dass man da hoch konnte. Ja. Ah, okay, wow. Such programmieren. Many good. Oh my god. Please do again. Hier ist noch eine Shotgun. Und hier ist ein Sniper. Wo? Ich hab den da liegt eine M4. Wo? Da. Oh, geil. Hätte ich auch noch fast eingesagt. Du hast doch schon den Sniper. Was? So. Umsortiert? Ja. Wo bin ich? So, da ist die M4. Ist das gewollt hier? Bist du? Wo, was, wie? Bin rechts. Ich hab mich verlaufen. Du bist hinter mir. Ja. Keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Warte. Wo ist es aus hier? Kurz mal die Sniper auf die 1 legen.
bei mir auf 1 die Pistole. Timer. Die Shotgun auch. Und das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Cry of 4. Schönen Abend noch und tschüss. Bis dann, tschüss.